Herzlich. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass wir heute wieder einmal mittlerweile NBC-Absolventinnen und Absolventen verabschieden können, die ja doch einen gewissen Weg hinter sich haben mit uns. Wings ist ein sehr flexibles Unternehmen. Studenten sind meistens berufstätig, haben einen Job, einen anstrengenden Job. Und wollen deshalb ein Studium haben, das ihnen ermöglicht, auch nebenberuflich noch studieren zu können. Das macht die Wings möglich. Wir haben Business Consultants bei uns als Studenten. Wir haben aber auch Leute aus der Industrie, aus der internen Beratung. Also ganz unterschiedliche Studenten. Das macht es auch für uns als Hochschullehrer sehr, sehr spannend, mit denen diese Themen zu diskutieren. Wir sind auf diese Weise auch sehr nah an der Praxis, was uns Spaß macht und was auch sicherlich die Studenten untereinander befruchtet. Die Spezialisierung oder die Möglichkeit, einen Masterstudiengang zu machen, die gibt es nicht überall. Und die Art und Weise des Studiengangs, also mit der Spezialisierung auf Business Consulting, habe ich in keiner anderen Form irgendwo gefunden. Ich habe mir das Programm angeschaut und ich fand einfach, dass die Inhalte genau zu dem passten, was ich mir vorgestellt hatte. Es war eben wichtig, dass es auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten war. Dann hieß es im Vorfeld, dass es kleine Gruppen gibt, dass es sehr heterogen ist. Und das war einfach so, ich konnte eben auch mal Erfahrungen von anderen Berufszweigen mitnehmen. Und das fand ich eben so als den Reiz gegenüber anderen Angeboten. Ich würde gerne andere Aufgaben übernehmen, also weg von Assistenz, eher etwas mehr. Controlling könnte ich mir gut vorstellen, im Personalwesen auch. Ich wollte einen postgraduierten Studiengang machen, der auf betriebswirtschaftlichen Kenntnissen aufbaut, und das konnte ich mit diesem Master perfekt. Und es hat meine Kenntnisse sowohl aufgefrischt als auch erweitert. Mir waren die Inhalte wichtig, von dem her gesehen war ein gutes Rundumprogramm, kompakt und auf mein Berufsfeld zugeschnitten. Viel, viel wichtiger, denke ich, auch der eigenen Erfahrung, als dass man unmittelbar Wissen wiederum in Einkommensströme transferieren kann, ist das, dass man das Gefühl hat, man hat für sich selbst etwas getan. Man hat für sich selbst an Erfahrung und Erkenntnis gewonnen, hat neue Leute kennengelernt und man ist einfach als Person reicher geworden. Und dann war es einfach für mich eine Horizonterweiterung und eine Festigung in betriebswirtschaftlichen Themen. Also es ist auf jeden Fall in meinem jetzigen Job absolut so, dass ich die meisten Sachen eins zu eins so umsetzen kann. Das ist das Formale, und auf der anderen Seite hat man nach 2 Jahren Studium sich auch persönlich weiterentwickelt. Also bewegt sich auch ganz anders im Geschäftsleben, und das ist auch das, was man hat. Ja, einfach ein Gefühl, ich habe wieder was für mich getan, was mir keiner nehmen kann, was mein Selbstwertgefühl stärkt und wo ich einfach zufrieden bin mit mir selber. Ja, was mir vielleicht dabei am meisten hilft, ist, dass ich jetzt einfach nach langer Zeit Praxistätigkeit wieder mal gezwungen war, systematisch, strukturiert, fachlich, wissenschaftlich orientiert an Aufgabenstellungen heranzugehen. Ja, ich finde, dass ich ganz tolle Leute kennengelernt habe. Meine Gruppe war einfach perfekt. Ja, Menschen. Dann hat sich innerhalb unserer Gruppe in Wismar eine sehr schöne Gruppendynamik entwickelt. Also es war ein sehr offenes, ehrliches Miteinander, hat sehr viel Spaß gebracht, ganz tolle Menschen kennengelernt. Die positive Seite zeigt sich, glaube ich, heute Abend, dass man jetzt irgendwie es geschafft hat. Also ich, mir persönlich hat es wirklich was gebracht. Der heutige Abend bedeutet eigentlich einen Meilenstein, wenn man so will. Es ist kein Abschluss einer Ära sozusagen, bloß ein Meilenstein auf dem Weg der weiteren Entwicklung.
Naja, es ist ein großer Abend auch für uns. Es ist auch für uns etwas sehr Schönes zu sehen, wie die Studierenden dann einerseits erfolgreich sind, aber auch immer noch den Spaß daran haben und wie sie sich über diesen neuen Abschluss freuen. Das war ein sehr, sehr schöner Abend bislang und ich glaube auch jeder, der da mit dabei war, hat auch gespürt, dass den Studenten jetzt auch so eine kleine Last abgefallen ist, aber dass die auch stolz sein können, das jetzt geschafft zu haben. Jetzt kann man natürlich gut gerüstet in die Zukunft blicken und sagen, was kommt als nächstes.